Herzlich willkommen zurück zu Bravely Default. So, im letzten Part haben wir den einen Drachen besiegt, damit wir Agnes Kleid bekommen. Hier können wir leider nicht landen, wir müssen da nach oben gehen. Und ja, wir haben da ein bisschen geredet und so, bla bla bla. Und jetzt, da wir das eine Gewand haben, können wir wieder in den Windtempel zurück, um da unser Ding durchzuführen, das was wir eben machen müssen. Ah, ich habe mir schon gedacht, wieso kommt denn da kein Gegner? Und ja, jetzt kommt ja eines. Also wir können da auf Autokampf machen, weil das ist ein bisschen beschnellender. Sollte nicht allzu lange gehen eigentlich. Ja, sehr schön. Das ist alles überflüssig sonst. So, Windtempel, wir kommen wieder einmal. Und ja, mal sehen, was da jetzt passiert. Wir müssen da geradeaus, mehr oder weniger. Also dadurch. Und dann hier nach oben. Stagnant. It feels almost malicious. I might be sick. Wait, something's here. No! A monster's taken hold of the crystal! Orthros! The beast from the scriptures? Bringer of doom! Now what? It stands between us and the crystal's awakening. Okay, da kommt schon wieder ein Gegner. Oh Gott, was ist denn das für ein Ding? Die Musik ist geil. Schon wieder. Also immer noch die Musik, weil ich im letzten Kampf da mit Tiss die Spezialfähigkeit eingesetzt habe. So, also da ich nicht weiß, was ich eigentlich gegen die da einsetzen soll, mache ich für den Anfang mal einfach. Ne, komm, wir machen Default mit ihm, machen wir aber Brave und dann noch Moment. Divers, Diagno. Ah, es sind zwei Stück. Und die heißen bei. Ah, okay. Das heißt, gegen den einen ist wahrscheinlich Feuer effektiv und gegen den anderen etwas anderes. Ja. Und damit wir das wirklich genau wissen, machen wir eben Diagnos auf den einen und Diagnos auf den anderen. Und dann noch Ritterlichkeit Schildschlag auf den blauen zuerst mal. Ja. Und mit Idea. Ich denke mal, das Eis gegen. Also Wasser gegen den roten sehr effektiv ist. Denke ich einfach mal. Mit Ringerbell machen wir mal. Aufputschen und geheimer Drache. Ja, machen wir das mal so und da verlangsamen wir das Ganze mal. Autsch! Ach nee. 5000 Schwäche Feuer und Bestie und der andere ist Schwäche Wasser. Ja, da habe ich also richtig gelegen. Sehr gut. Auf jeden Fall sind die mega schnell. Leider. Naja. Und das. Wir gehen auf jeden Fall zuerst mal auf den einen und danach auf den anderen. Also, machen wir da mal Brave. Weißmagie Vita. Auf alle. Gleich noch einmal. Obwohl. Nee, Moment. Vita auf Idea. Ja, komm, machen wir das mal so. Und dann noch einmal Vita auf. Nee, komm, es lohnt sich doch mehr, wenn wir. Moment. Es lohnt sich doch mehr, wenn wir auf alle machen, finde ich. So. So, heilen wir da mal schön. Noch einmal. Zack. Autsch. Ja, lol, der verliert nur ein Leben. Das ist sowas von tankig. Oh, ist ja geil. Setzen wir da mal lieber Vita ein, einmal, ne, nicht alle, sondern auf, ja,
Komm, machen wir mal Ringerbell. Und dann greifen wir aber an mit Eis und zwar auf den einen Ultros da. Mit Idia machen wir auch Eis auf den Ultros. So geht das Ganze und mit Ringerbell machen wir doch gleich mal viermal hintereinander geheimer Drache. Einmal, zweimal, dreimal und den heilen wir zuerst. Schutz? Wieso Schutz? Ach so, ich glaube, der ist schon tot. Naja, okay. Und der kann immer noch angreifen? Das ist scheiße. Hä? Oder doch, ne? Jetzt raff ich das aber nicht ganz. Irgendwie. Der hat noch... Oh ne, die haben noch beide genug Leben. Der eine hat noch 2500 und der andere 2800. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem, denke ich. Moment mal. Machen wir mit ihm einfach mal Objekt, dann Supertrank auf Agnes. Und dann greifen wir doch einfach mal an. Ja, gehen wir... Nee. Wir gehen auf den blauen und das gleich zweimal. So, nimm das und das. Blizzard? Uff. Ah. Alter. Wie oft wollt ihr noch angreifen? Hallo? Jetzt sind wir ein bisschen am Arsch, ganz ehrlich gesagt. Was können wir jetzt da nutze SP-Trank bestätigen? Geht immer noch nicht. Also haben wir immer noch keine Ahnung, für was das genau ist, aber naja. So. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Phönixfeder auf Idia und gleich... Ja, doch, muss ja fast. So. Oh, Moment, ich bin ein bisschen verwirrt. Also, Objekte, Phönixfeder auf Agnes und Phönixfeder auf Idia. Und dann greifen wir noch an. So. Aber die anderen töten die zwei jetzt eh, glaube ich. Ja, eben. Ja, wie will ich denn das? Ja, mit Cs alleine kann ich doch nicht gewinnen, glaube ich. Also ich bezweifle es auf jeden Fall. Es war mega tankig, aber trotzdem. Die sind zu zweit. Und die greifen unendlich oft an. Ja, toll. Komm, wir machen mal Spezial auf den und dann Fähigkeit, Ritterlichkeit. Ja, mal komm, machen wir das mal so. Autsch. Nimm das! Ja, was? Wieso macht er nicht weiter? Ah, geht... Ah. Ja, na toll. Autsch. Aua. Ja, komm. Machen wir so. Schildschlag. Los. Autsch. Autsch. Nimm das. Also der hat auf jeden Fall nicht mehr viel Leben. Das ist mal klar. Aber wir müssen Tis jetzt langsam wieder heilen. Haben wir noch Supertrank? Nee, scheiße, die wandern. Ja, toll. Ja, sehr toll. Ja, komm, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als einfach das zu machen. Ja, Schildschlag nützt wirklich viel mehr als ein normaler Angriff. Das ist einfach so. Aua. Ja, wir hätten vielleicht doch noch mehr Tränke und Supertränke da einkaufen sollen, denn wir haben keine Chance. Glaub mir. Autsch. Der hat noch 276 Leben. Es könnte eigentlich doch noch etwas werden. Und ich habe eine Taktik. So, Schildschlag. Ich hoffe, wir sind schneller. Ja, einmal, zweimal. Der wäre also weg. Und da der mich nicht töten kann, habe ich jetzt das Perfekte, das wir da machen können. Objekte. Phönixfeder machen wir mal auf Agnes. Ja, komm, machen wir mal so. Autsch. Ich erwecke dich zum Leben. Sehr schön. Oh,
Wir können mit ihr leider nichts machen und wir können sie auch nicht heilen. Ja, machen wir einfach mal so. Oder ich lege halt Schildschlag. Ja, eben. Oh, nochmal. Nein! Hä? What the? Oh, doch ein Leben, Alter! Scheiße, Mann. Okay, was wir mit ihr machen, ist ja eigentlich klar. Weiß Magie, Vita. Wir machen es zweimal auf Agnes und zweimal auf Tiss. So. Oh. Noch einmal Schwein gehabt, Alter. Da noch ein Leben. Noch ein einziges Leben hatte der übrig gehabt. So, und jetzt können wir noch Phönixfeder, machen wir das mal auf Idea, denn die ist, glaube ich, schon ein bisschen nützlicher als Ringabel, denke ich. Und jetzt, ja, greifen wir mal an. Wir haben leider keine MP mehr, das heißt, wir müssen mit normalen Angriffen angreifen, aber das geht schon in Ordnung. Ah, ja, das hatte ich schon... Oh, oh. Aua. Aber, Alter, da macht mir schon ein bisschen Angst. Fähigkeit Weißmagie Vita auf, so, und dann noch einmal Vita auf Tiss und dann noch einmal Angriff Eis, Wasser. Ah, ne, eben Eis, sag ich doch. Gleich noch einmal. Ja, also, zum Glück ist die viel schneller als der andere. Wie viel Leben hat er noch? Noch 1600. Ja. Haben wir noch irgendwelche nutzbare Objekte? Nee. Das heißt, wir müssen mit Agnes und Tiss gewinnen. Ja, kann knapp werden. Könnte aber reichen, natürlich. Bitte töte Agnes nicht. Bitte nicht. Uiuiuiuiuiui. Weißmagie Vita auf sich selbst zweimal. Und dann noch greifen wir an. Schwarzmagie Eis. So, und mit ihm. Nee, machen wir mal nur so. So, zuerst heilen wir mal Agnes. Und dann greifen wir an. Nimm das. Autsch. Ja, zum Glück greift der Tiss an. Der hält viel zu viel durch. Das ist auch gut. So, in dieser Runde haben wir gewonnen. Sehr schön. Das war mal ein spannender Kampf, ganz ehrlich gesagt. Wir waren aber ein bisschen knapp bei Kasse, wenn ich das so sagen darf. Wir hatten nur 5 Phönixfedern und praktisch gar keine Tränke. Aber, naja. Auf jeden Fall steigt Tiss auf Level 21. Und Agnes auch. Die anderen zwei bekommen leider keine Erfahrungspunkte, denn die sind tot gewesen. Das heißt, die sind jetzt ein bisschen im Rückstand. Ja. Somehow. Just how long has that thing been inside the crystal? The details can wait. First comes the rite of awakening. I'll second that. I'm in no state to deal with any of that beast's friends right now. Hurry, Agnes! You need to get ready! Right. I'm ready, Eri. Then let's review how the rite works one last time. I'm to focus my prayers on the crystal, yes? Right. That will naturally align your breathing with the crystal's rhythm. Your life force will stir it awake. That will return the crystal to its normal state. But you mustn't stop there. Keep praying. If you excite the crystal to just short of the breaking point, then release that energy all at once, its effects will spread far and wide. There are a few important things to remember, though. First, you are not to stop until I say. The flow of energy into the crystal could reverse. At its worst, that could be fatal. Second, once I give the signal, you have to stop immediately. Any further, and this time, it'll be the crystal that breaks. I understand. Last, everyone needs to keep their distance and stay absolutely silent. The rite places a huge
be right here watching to make sure of that. Now, everyone but Anya, step back. All ready to begin? Ready. Okay. Okay, Mann. Weitermachen. Oh shit, das geht sogar. Okay, aufhören. Mach ich lieber nicht weiter. Yippie! Hilfsfähigkeit Kostenlimit um 1 erhöht. Ich habe das... Ach nee, 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 Moment, Moment. Das will ich dazu erstmal anschauen. Hilfsfähigkeit. Ach so, jetzt können wir zwei Sachen anwenden. Cool. Ja, Stabwissen. Ist ja das Einzige, was wir eigentlich da noch einsetzen können. Dann noch hier Tiss. Nee, das nützt uns ja eigentlich nichts. Hier könnten wir höchstens noch was nehmen. Bestimmt die Anzahl geschlossener Schatzkisten, entgeht Schaden und Statuseffekten von Verliesfallen und so weiter. Ja, komm, also ich meine, da beidhändig zum Beispiel nützt uns gar nichts. Und wieso können wir eigentlich das hier nicht nehmen? Müssen wir das wegnehmen, damit wir... Nee. Keine Ahnung, also wieso ich das da nicht auswählen kann. Ja, komm, nehmen wir einfach Wünschelrute noch. Und hier mit Weiß... Schwarzmagie können wir... Ja, nehmen wir Feuertoleranz. Und bei ihm können wir da auch nichts auswählen. Schade. Ja, da können wir gar nichts anderes auswählen. Ja, toll. Naja. Dann geht das eben nicht. Und wir haben 3000 Gold. Schick. Oh, Moment. Partygespräch. Ups. Falscher Knopf. So jetzt. Beweise, keine Versprechen. Der Wind sollte nun zurückkehren. Ich bin sicher, dass die Bürger von Anscheim sehr erfreut sein werden. Ja, nun, da der Wind zurück ist, wird wieder Frieden im Königreich einziehen. Lass uns schnell zurückkehren und Bericht erstatten. Ich möchte sehen, wie dieser lausige König sich dreht und windet.
Ich habe Ihnen immer noch nicht verziehen, was er dir angetan hat, Agnes. Merkt euch meine Worte, sein Herz ist so schwarz wie Teer. Ihr stimmt mir doch zu, nicht wahr? Das müsst ihr einfach. Nicht alle von uns teilen die Welt in schwarz und weiß ein, Idia. Unsere Aufgabe war es, den Windkristall zu erwecken, und das haben wir getan. Leute in Verlegenheit zu bringen, gehört nicht zu unserer Mission. Warte nur ab, ich wette, wird das Volk weiterhin Schwerstarbeit verrichten lassen, obwohl der Wind zurückgekehrt ist. Was? Aber das kann er nicht. Wäre es doch nicht besser, wenn wir ihm das Handwerk legen, ehe er die Chance dazu hat? Wie sollen wir ihm das Handwerk legen? Zunächst sollten wir alle Menschen klar machen, dass es Agnes war, die den Wind zurückgebracht hat. Und wie stellen wir das an? Worte allein werden nicht reichen. Wir zeigen ihnen Beweise. Finde ich auch. Wir gehen da erstmal zurück. Wir speichern da gleich. Ich hoffe, es gibt noch irgendwann mal einen Wiederbelebungszauber. Das heißt, dass wir da mit Weißmagie oder so einfach Verbündete wiederbeleben können. Es wäre logischerweise zwar sehr OP, aber es wäre auch recht nützlich. Denn sonst muss man ja eben die Phönixfedern da einsetzen. Leider, aber ist eben so. Ja, es wird auch bestimmt noch bessere Phönixfedern geben dann irgendwann mal. Also, die heilen ja jetzt nur 200 Punkte und das ist extrem wenig. Denn ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe da irgendwie 5 Stück eingesetzt. Und er hatte eigentlich extrem Glück. Ja, wieso setzt die da Vita ein? Keine Ahnung. Autsch. So, er wäre tot. Und wie können da weiter? Als ich die Phönixfäden da eingesetzt habe, dann hat es mir gar nichts genutzt, da die Gegner, also der Gegner, haben mich gleich erledigt. Eigentlich. Oh, over there. It's the Weasel King. Hearken to me, my children. After abandoning our kingdom to its fate, the Vestal then came slinking back to these borders to beg my forgiveness. And forgive her I did, for I saw not to be gained from excoriating a girl for her egregious failures. My clemency was met with willful pride. She promised to return the wind to motion single-handedly. Yet, what has come of it? Nothing will save the southern sky set ablaze with a malefic light. The Vestal failed to restore the wind, and brought still greater calamity upon our heads. As proof, look no further than the stagnant air around you. I can but blame my own wishful ignorance for this latest turn of events. I ought never have entrusted this matter to a relic of a bygone era. The crystal orthodoxy is a dream of the past, the Vestal obsolete. Her inability to ensure the crystal's function is manifest. Join me, my people! Let us rely upon the Vestal no longer! It is our own efforts that will see this kingdom saved. The labor service is your sacred duty, your pride as citizens. All who work beyond 20 hours a day will receive a royal commendation. And in the wake of this tribulation, Anshime will emerge a new land. Our new history begins now! Wait! What? The Vestal? Worry no longer, people of Anshime! I have just awakened the Crystal of Wind! Lying witch! Then why does the air remain still? It's true. There's no wind. The grand mill isn't turning. The king may be right. Don't be afraid. The footsteps you've carved will be a guide to these people, Agnes. They just need a light to show the way.
spark of hope. Please, give me the courage. I ask that you listen. The winds that washed over this land without end for so long stopped. A vast darkness split the earth in the kingdom of Caldisla. An entire village was devoured. The seas fester. Fish wash up upon our shores, twisted and lifeless. Even ships are unsafe from this corrosion. All the world's people, all life, is crying out in pain. Your suffering is mirrored in every corner of existence. I was dispatched by His Majesty to leave these borders and survey the damage firsthand. My conclusion is absolutely certain. The four crystals have been clouded over with a powerful darkness. On my return, I found the crystal of wind in the clutches of a terrible monster. Its influence had sealed away the crystal's light entirely. You reward our patience with fabrications and fantasy. Utterly ridiculous. This is no fantasy. The beast fell before me and my companions. I present this to you as proof. Those chains! The chains that circled the beast Orthros! The Tempest Braid? That can't... It's only a legend. A story from the old Crystalis scriptures. But here they are. The Vestals brought us Tempest Braid. Then... Then Orthros was no legend, and the Vestals slain it! Preposterous! The chains are fake, like your ridiculous story. There's still no wind. The wind is coming. 2,000 years the Vestals have prayed. Their lives have been the crystal's nourishment. And now... Now they feed the wind! It's... She's right. The wind. The wind has returned! The winds are back! The Grand Mill, it's turning! Them. Of course you did. And they love you for it. They found new hope in your words. You were amazing, Agnes. And Vestals are a force for good. That speech struck any doubt from my mind. Naturally, I knew it from the moment I first saw you. They're all calling out to you. Go on and answer them. I don't... You're a savior to the kingdom, Lady Vestal! A savior to all of us! And at such a young age, the Vestals are a blessing upon this world! Forgive us for failing to aid you when the wind stopped. We were lost! Please, continue to guide the winds and this nation's people. Lead and we will follow! I thank you all, but I fear I cannot stay. The shadow of danger has been driven from Anchime, but darkness persists elsewhere in the world. I must join with the other Vestals and see that all mankind is ransomed from this terrible threat. That is my duty as a Vestal of the Crystals. It pains me to leave your side again so soon. I ask your patience and your forgiveness. She grieves not just for Anshime's pain, but that of all the world. We thought only of our own misfortunes, but the Vestal... Lady Vestal! Know that you go with all our prayers. Please help them. Help the others as you've helped us. Be strong, Lady Vestal! I thank you. Your faith moves me beyond words. I shall see this task complete
and then return to you. I swear. What perverse farce is this? This cannot be so. I shall not be undone by a child. I am king. King. And a king does not forget his enemies. Klappe zu. Dummer König. Ja, das war ein langer Part, einfach wegen all dem Text da und so. Ich sage ja nichts Böses über das, gefällt mir eigentlich. Aber eben, der Part hat es jetzt relativ in die Länge gezogen, wollte ich eigentlich nicht. Aber es ist eben so rausgekommen. Das Partygespräch machen wir im nächsten Part, aber für sehr, sehr beende ich mal den Part hier. Und ja... Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute!